Und was wir euch noch nicht gezeigt haben, wir haben nämlich einiges gemacht in den letzten Tagen, in den 4 Tagen. Juhu! Hallo! Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Wir sind im Office. Marie hat mich verlassen. Marie ist alleine in ihrem Büro. Du wolltest nicht mit mir zusammenarbeiten. Tatsache ist halt, ein Schreibtisch steht hier und der andere drüben. Was will er jetzt auf einmal? Ich bin ganz irritiert. Ja, wir sind wieder da. Wir hatten schöne 4 Tage offline ohne Vlogkamera. Und haben auch. Sehr schön. Wir hatten eine richtig schöne Zeit. Vloggen macht Spaß. Vloggen ist cool. Aber Vloggen ist auch anstrengend. Und wenn man irgendwie. Weiß nicht, man muss halt immer dran denken zu vloggen. Und selbst wenn man dann auch mal nicht vloggt, ist es trotzdem halt so im Hinterkopf. Und das ist krass. Also der erste Tag ohne Vloggen war so, man hat gekocht und hat gedacht so, jetzt muss ich es noch zeigen. Ja, ach nee, ja. Ich muss es ja gar nicht zeigen. Warum sollte ich es auch jetzt zeigen? Wir vloggen ja gar nicht. Oder wir sind ja nicht auf Instagram. Das war schon krass. Also so für die Kreativität ist es ganz gut, hin und wieder mal kreative Pausen zu machen, in denen man nicht kreativ sein muss. Genau, und wir haben auch die Zeit genutzt und ein bisschen im Büro aufgeräumt und deswegen haben wir jetzt heute zum ersten Mal nicht mehr im Wohnzimmer gearbeitet, sondern ich bin um 8.30 Uhr hier runter und du schon um 7.30 Uhr und sitzen seitdem hier unten am Computer und machen Sachen. Ja, es fühlt sich gut an, es fühlt sich sehr gut an, so den Arbeitsplatz getrennt zu haben. Genau, und jetzt ist schon 2, jetzt waren wir bis jetzt fleißig und jetzt gehen wir hoch und machen Mittagspause. Dann wollen wir mal hoch und was zu essen machen. Ich hab so Hunger. Wir haben heute Morgen noch irgendwie 3 Brote gegessen. Das ist einfach zu wenig für mich. Ja, schau aus. Das ist dein neuer Lieblingsplatz hier in der Mitte von der Küche. So, was haben wir? Nix haben wir. Nee, irgendwas können wir uns schon machen. Ich bin zu klein. Ich glaube, bei uns wird es Nudeln geben, Pesto, so wie sehr oft, aber ich habe richtig Bock drauf. Es gab es jetzt schon lange nicht mehr, aber es ist so ein perfektes Mittagspausenessen. Bisschen Hefeflocken drauf, getrocknete Tomaten, Pesto, fertig ist das beste Mittagessen. Und was wir euch noch nicht gezeigt haben, wir haben nämlich einiges gemacht in den letzten Tagen, in den 4 Tagen. Und zwar haben wir auch noch hier dieses Brett hingehängt. Das eine war halt komplett voll, das ist jetzt immer noch voll, aber da müssen wir halt mal gucken, wie wir es dann mit dem oberen einräumen. Aber ich finde, das sieht ziemlich cool aus. Das obere ist jetzt ein bisschen länger und ragt halt da so weiter rüber. Aber so insgesamt sieht es sehr cool aus. Und dann kann man da irgendwie Vasen hinstellen oder halt größere Gläser. Schick. Voller Motivation sind wir wieder am Schreibtisch. Ich habe heute das Video fertig geschnitten. Ach, das habe ich noch gar nicht im Vlog erzählt. Ja genau, ich habe ein Video fertig geschnitten. Ich war vor kurzem in Köln bei einem Videodreh. Ich glaube, das habe ich schon mal erzählt. Und das Video schneide ich selber. Und es war echt sehr aufwendig. Aber es ist fertig geworden und ich habe das jetzt zur Abnahme geschickt. Und jetzt habe ich noch ein Instagram-Video geschnitten. Und zwar von dem letzten Makeover. Und zwar von diesem Raum da hinten. Das ist nämlich auch neu. Das haben wir, glaube ich, im Vlog auch noch nie gezeigt. Ich zeige das gleich. Und da habe ich so einen 1-Minuten-Zusammenschnitt gemacht für Instagram und habe gerade dann noch so ein Anzeigebild gemacht. Weil bei Instagram ist es so, da kann man nicht wie bei YouTube so ein extra Thumbnail, extra Anzeigebild hochladen, sondern da muss man das Bild in das Video reinmachen, das man nachher in seinem Feed haben möchte. Und da habe ich extra kurz ein Bild gemacht und dann in Photoshop bearbeitet. Und so sieht das Bild dann aus. Also es ist von diesem ganzen Makeover und das geht dann 1 Minute und findet man dann auf meinem Instagram-Feed. Ich möchte nämlich die ganzen Videos, die ich für YouTube drehe, auch immer auf Instagram noch hochladen, weil das ist schon natürlich ein Mehraufwand, aber nicht so ein krasser Mehraufwand, dass es sich nicht lohnen würde, glaube ich zumindest mal. Ich probiere es einfach mal aus. Ihr könnt ja auch mal schreiben, ob ihr das cool findet, wenn es das auf Instagram gibt oder nicht. Und jetzt zeige ich euch das hier mal. Und zwar ist hier eine neue Couch. Die haben wir im Vlog, glaube ich, schon mal gezeigt. Und die Wand habe ich neu gestrichen. Und hier Bilder, das sind eigene Bilder, die haben wir in Schwarz-Weiß dann gemacht. Diese Regale sind auch selber gebaut.
Die Winkel sind aus Aluschienen. Das funktioniert so, so gut, die selber zu biegen, weil diese Regale sind normal echt richtig teuer. Und ich glaube, da kostet jetzt ein Stück 7 Euro und ich finde, es sieht super cool aus. Also falls ihr wissen wollt, wie das geht, ich verlinke euch mal hier mein Video. Ja, und dieses Ding kennt ihr ja, glaube ich, auch schon. Habe ich auch selber mal gebaut. Gibt es auch ein Video dazu. Also ich finde, die Ecke ist richtig kuschelig geworden. Und hier kommt jetzt dann noch der Ofen hin. Ach ja, Sockelleisten hier in dem Raum haben wir natürlich auch verlegen müssen davor. Aber der Rest in der Wohnung fehlt noch. Jetzt melde ich mich auch mal richtig hier. Was soll ich sagen? Can you hear this? Männerschnupfen ist jetzt auch bei mir angekommen. Aber es geht. Es ist nicht so schlimm. Es ist nur ein bisschen ätzend. Und deswegen war ich vorhin richtig grumpy, weil meine Nase die ganze Zeit gelaufen ist und ich noch so viel zu tun hatte. Ich freue mich aber, Sachen zu machen. Tatsächlich hat die kurze Offline-Zeit genau den Effekt gehabt, den ich mir gewünscht habe. So, dass man morgens wieder richtig Bock hat aufzustehen und voller Tatendrang ist und so. Und ich finde es krass, ich hätte niemals gedacht, dass 4 Tage da reichen. Ich dachte so, okay, nach 4 Tagen bin ich wahrscheinlich gerade so im Modus gekommen. Aber tatsächlich war das genug eigentlich. Einfach mal wieder auch so ein bisschen kreative Kraft zu tanken. Und es war total schön. Wir haben euch eigentlich gar nicht erzählt, was wir gemacht haben, gell? Also wir haben Donnerstag angefangen mit einem Besuch in der Therme. Vormittags haben wir noch ein bisschen was gearbeitet, beziehungsweise in erster Linie Alex, weil der noch sein Video fertig gemacht hat. Und was habe ich eigentlich gemacht? Das ist eine sehr gute Frage, seht ihr mal, kann ich mich schon gar nicht mehr daran erinnern. Ich glaube, ich habe so ein bisschen Haushaltskram gemacht, weil ich wollte so die Bude ein bisschen sauber machen. Ich glaube, das war am Donnerstag oder war das am Mittwoch? Naja, auf jeden Fall nichts Weltbewegendes. Und dann waren wir in der Therme und es war so schön. Wir hatten nämlich einen Gutschein von Corinna von dem Blog Kissen und Karma geschenkt bekommen, weil sie hat diese Wand im Wohnzimmer von uns bekommen und weil wir da kein Geld für wollten, hat sie uns einen Gutschein für die Therme und einen Gutschein für die Massage dort geschenkt. Es war, also, ich habe zu Alex gesagt, wenn man uns wirklich, man hätte uns mit nichts Besserem eine Freude machen können. Das war so, so schön. Ich liebe sowas. Also, das ist mir da erstmal wieder so bewusst geworden, wie wertvoll es ist, sowas zu verschenken. Wenn ihr jemanden kennt, der gefühlt alles hat oder ihr seid euch nicht sicher, mit was ihr demjenigen eine Freude machen könnt, ein Gutschein für die Therme, ein Gutschein für eine Massage, ein Gutschein für irgendwas, was man sich selber vielleicht zu selten oder nie gönnt, ist einfach so schön. Und es war so ein guter Start in unseren kleinen Urlaub. Das würde ich immer wieder so machen, sowas direkt an den Anfang. Das heißt, das war sehr, sehr schön. Und dann am Freitag haben wir eine Radtour gemacht. Und zwar haben Alex Eltern E-Bikes und die durften wir uns ausleihen. Und dann sind wir, ich glaube, wir sind 50 Kilometer oder so gefahren. Und es war so toll und es hat so Spaß gemacht. Ich habe so Blut geleckt, oh mein Gott. Ich hätte so Bock, auch ein E-Bike zu haben. Meine Mama hat auch eins und mit dem bin ich auch schon mal gefahren. Und dann war ich ja mit ihr vor einer Weile so ein Wellness-Wochenende machen. Und da haben wir auch so eine E-Bike-Tour gemacht. Da konnte man auch E-Bikes leihen. Und das ist einfach so cool, weil man halt so sagt, oh, ich möchte da hinfahren, dann fahre ich da halt hin. Also man fährt halt mehr, also das ist so mein Gefühl, und man fährt auch ganz anders. Und wir sind halt die ganze Zeit eigentlich nur so in dem Eco-Modus gefahren und haben es uns schon ordentlich gegeben, aber gleichzeitig ist man so schnell. Und ich glaube, ich hatte nämlich mit meinem Papa neulich so ein Gespräch darüber. Und in vielen Köpfen ist, glaube ich, noch so, ja, E-Bikes ist was für alte Leute irgendwie. Aber man kann E-Bikes halt auch richtig sportlich fahren. Man muss ja nicht die ganze Zeit im Vollgas-Modus, sodass man gar nichts mehr arbeiten muss, gefühlt fahren, sondern man kann trotzdem gut ins Schwitzen kommen und es richtig anstrengend gestalten, aber man ist halt gleichzeitig ein bisschen flexibler. Ich glaube, mit dem Mountainbike 50 Kilometer hätten wir vielleicht schon auch geschafft, Alex mit Sicherheit. Aber ich hätte da nicht so viel Bock drauf gehabt, bin ich ganz ehrlich. Ja, ist vielleicht auch einfach nur so ein Psychending, gell? Aber es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. So, und Samstag, was haben wir da Samstag gemacht? Da haben wir auch erst hier, genau, da haben wir erst ein bisschen geräumt, so Kisten ausgeräumt im Büro und so. Und dann waren wir noch so ein bisschen durch die Stadt schlendern in Tübingen. Allerdings machen in Tübingen samstags die Geschäfte um 4 oder um 5 zu. Das heißt, das war mehr nur so ein Schaufenster gucken, war aber auch richtig nett. Und dann haben wir lecker gekocht abends. Und am Sonntag, also gestern, haben wir eigentlich den ganzen Tag auch nur so ein bisschen geräumt und
ja, Kisten ausgepackt und solche Geschichten. Haben wir sonst irgendwas gemacht? Ach so, ja natürlich. Ha, wir waren ja wandern. Habe ich ganz vergessen. 10 Kilometer haben wir so eine, bei den Bad Uracher Wasserfällen sind wir da so eine Runde gelaufen. Und das war auch sehr, sehr schön. Das war richtig toll. Das ist cool, wenn man es so kombiniert. Was machen und noch ein bisschen draußen sein. Puh, so, jetzt meine Knie ein kleines bisschen platt. Die ganze Zeit, dass ich gehockt bin. Also, jetzt habt ihr einen kleinen Plan, was wir so die letzten Tage getrieben haben. Und warum wir so gut erholt sind. Und jetzt bin ich gerade hier dabei, Sachen zu packen. Also, diesen Ordner, den packe ich nicht ein. Den habe ich nur zu Demonstrationszwecken gerade mal kurz gebraucht. Und ich packe hier meinen Technikrucksack und muss auch noch gleich meinen Koffer richten. Denn für mich geht es morgen nach Düsseldorf. Und zwar habe ich da einen Dreh. Seit langem mal wieder einen professionellen Dreh, sag ich jetzt mal, bei dem nicht ich die Kamera halte oder so. Und auch mit jemand anderem zusammen. Mit einem Mensch mit blauen Haaren. Ich freue mich total drauf. Ich glaube, das wird richtig witzig. Genau. Und da bin ich dann morgen und übermorgen. Und deswegen muss ich jetzt noch ein bisschen meine Sachen richten. Es ist 6. Warum ist es denn schon 18 Uhr? Was? Okay. Gut. Ihr werdet es nicht glauben, aber ich gehe eine Runde laufen. Ich werde schon so lange nicht mehr laufen. Einmal war ich hier laufen, seit wir, nee, zweimal war ich hier laufen, seit wir hier wohnen. Und jetzt war ich eine Woche erkältet und bin eigentlich jetzt wieder ganz fit. Ich merke es zwar immer noch so, dass ich so ein bisschen schlapp bin, aber eigentlich halt nichts mehr habe. Und irgendwann tut es auch gut, wenn man sich so ein bisschen bewegt, finde ich, wenn man wieder am Besserwerden ist quasi. Also man sollte natürlich immer jede Krankheit richtig auskurieren, aber wenn man dann so, wenn es einem eigentlich wieder gut geht, dann tut es auch mal gut, so ein bisschen in Schwung zu kommen. Man sollte sich natürlich nicht auspowern, aber so ein bisschen ist immer gut. Man hörte das. Muzo! Der klingt so erbärmlich, der Typ immer. Was? Was? Muzo! Oh wow, es war so herrlich. Ah, es hat richtig gut getan. Ich habe geduscht und wir haben jetzt festgestellt, dass wir nichts zu essen haben. Ah. Deshalb müssen wir jetzt noch einkaufen gehen und ein paar Sachen holen. Und ich wollte euch nochmal was zeigen. Diese Knöpfe hier, die haben wir auch rangeschraubt. Vielleicht kennt ihr die noch, darüber habe ich auch mal ein Video gemacht. Ich finde die echt super süß und die hängen bei uns in der alten Wohnung schon als Garderobe. Und Marie hängt da immer ihre Handtasche hin. Ich weiß gar nicht, wo sie jetzt ist. Hast du die schon? Die habe ich schon eingepackt. Ah, okay. Aber super praktisch, um Handtaschen und so hinzuhängen. Und wenn wir gerade schon dabei sind mit neuen Sachen zeigen, wir haben eine Bartür. Man kann jetzt die Tür zumachen, weil wir haben die gestrichen in den 4 Tagen. Also wir haben nicht 4 Tage lang gestrichen, sondern nur an einem ein bisschen. ja, und man darf sie eigentlich nicht zumachen. Ja, die Klinke ist noch nicht befestigt. Das aber man kann sie schon anlehnen. Das heißt, vom Gefühl her duscht man nicht mehr im Flur, was ziemlich cool ist, weil ansonsten, was? Kennt ihr das richtig vielleicht, kalt. Wenn man schön geduscht hat, die Duschtür aufmacht, draußen im Bad ist total kalt. Welcome to our life. Unter der Dusche war es halt die ganze Zeit so. Und für die Wohnung ist auch nicht so geil, weil halt viel zu viel Feuchtigkeit natürlich reingeht. Und jetzt kann man die Tür eben fast ganz zumachen. Ja, und sie glänzt halt wieder richtig schön weiß. Und als größtes Lob überhaupt kann man eigentlich dazu sagen, dass der Vorbesitzer vorbeigekommen ist und uns gefragt hat, ob wir komplett neue Türen eingebaut haben. Dann habe ich stolz gesagt, nein, hat meine Frau gestrichen. Wobei die Tür hast eigentlich du gestrichen, ne? Also die jetzt. Ja, und den Rest hast du alles gestrichen und die Rahmen hier oben. Ich finde, ich bin richtig gut geworden mit Rahmen. Ich sage nicht mehr Rahmen. Das war nämlich mein großes Problem. Und jedes Mal, wenn ich noch Türrahmen sage und eigentlich Mehrzahl meine, möchte ich Rahmen sagen. Aber ich bin gut geworden, finde ich, oder? Ja, genau. Zurück zu Hause. Wir haben uns für ein schnelles Essen aus der Kindheit entschieden. Und zwar gibt es hier Apfelrotkraut. Und Spinat. Und dazu, so, jetzt haltet euch fest. Wer kennt die? Und zwar machen wir heute diese komischen Pommesgesichter. Hast du die überhaupt schon mal gegessen? Nee, noch nie. Das war bei uns früher so ein Essen. Aber ich glaube nicht mit Apfelrotkraut. Aber auf jeden Fall Spinat, die Kartoffelgesichter. Stimmt, Eier. Und ich glaube,
vielleicht Spiegeleier oder Würstchen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war das so ein Essen, das meine Schwester und ich uns immer gewünscht haben, wenn meine Mama mal irgendwie weg war, weil sie irgendwie ein Seminar oder eine Fortbildung oder sowas hatte und wir mit meinem Papa alleine waren. Und dann haben wir immer solche Sachen gemacht. Meine Mama da immer nicht so der Fan von war. Das war sowas, bei Daddy durfte man es. Also, nicht so, dass meine Mama jetzt gesagt hätte, das dürft ihr nicht, aber ja, sie hat halt einfach anders gekocht, sage ich jetzt einfach mal. Und deswegen, ja, hatte ich gerade so, als wir im Supermarkt waren, major Throwback und dachte so, ey, ich möchte diese Pommes-Gesicht haben. Ja, könnt ihr ja gerne mal sagen. Das war ich auch so. Gibt es so Gerichte, die das eine Elternteil erlaubt hat und das andere nicht und was man dann ausgenutzt hat oder so? Würde mich ja mal interessieren. War das bei dir so? Gab es da Sachen, die gab es nur bei einem Papa und bei der Mama nicht oder andersrum? Bei uns gab es, also mein Papa hat nicht so oft gekocht, aber als er mal gekocht hat und Mama weg war, gab es Zwiebel weg. Das ist von seiner Kindheit. Das ist einfach ein Wäckchen voller Zwiebeln. Und ich glaube, mein Papa hat an diesem Abend 2 komplette Netze Zwiebeln im Wok gemacht. Und dann isst man tatsächlich halt einfach so weiß, weißes Brot mit nur gerösteten Zwiebeln quasi. Schmeckt köstlich. Keine Soße. Nee. Die Schwaben ohne Soße. Ja, ja, ja. Das gab es anscheinend früher beim Bäcker, beim Schulbäcker oder sowas. Finde ich jetzt auch eher speziell. Und wie oft habt ihr es euch gewünscht? Oh Papa, kannst du mal wieder Zwiebel wegmachen? Ich glaube, wir haben es in unserem Leben nur 1 oder 2 Mal gemacht. Smiles gab es öfter. Tada! Wie so ein Kindergeburtstagsessen, finde ich. Aber das muss auch mal sein. Das lassen wir uns jetzt schmecken. Und dazu, das sind übrigens wir. Manda! Süß, gell? dazu schauen wir jetzt Tote Mädchen lügen nicht, so heißt's. Oh ja. Der Name ist mir gerade nicht eingefallen. Die 3. Staffel. Und wenn wir gestern mit Futter aufgehört haben, fangen wir heute wieder mit Futter an. Und zwar gibt's mal wieder Porridge. Ja, genau. Du hast einen riesen Katzenhahn. Ja, ich sehe es und es fällt fast gleich runter. So, weg ist. Übrigens sieht es aus, als ob wir hier an so einer großen Tafel dinieren würden. Mhm. Mit diesen Kerzenständern. Das passiert übrigens, wenn man die Wäsche abhängt und sie einfach auf dem Tisch liegen lässt. Und man Katzen hat, die beschlossen haben, dass sie es ziemlich geil finden, auf dem Tisch zu schlafen. Geil. Toll. Super. Aber gut, zum Glück gibt es ja sowas wie Fusselbürsten. Und meine Sachen sind gepackt. Mein Koffer und der Rucksack, den habe ich, also für alle, die mir auf Instagram folgen, den habe ich da schon ein paar Mal gezeigt. Das hier ist jetzt keine bezahlte Kooperation. Ich wollte ihn euch aber trotzdem mal zeigen. Die Marke nennt sich Godbag und die machen Rucksäcke aus recyceltem Meeresplastik, beziehungsweise das Textil von dem Rucksack. Also die sammeln das mit Fischern zusammen. Und dann wird das irgendwie klein gehäckselt und da draußen Garn gesponnen und dann ein Textil gewebt, was ich eine ziemlich coole Sache finde. Genau, der ist halt sehr schön groß. Da ist mein Laptop und alles drin. Ja, und jetzt weiß ich gar nicht, was ich so machen soll mit meiner Zeit. Weil ich habe jetzt keine Lust, den Laptop nochmal rauszuholen und da anzufangen, Zeug zu machen. Das ist tatsächlich eine Angewohnheit, die ich ein bisschen von meiner Mama übernommen habe, was nicht gut ist, aber ich hasse es zu warten. Und dann bin ich lieber ein bisschen zu spät dran, als dass ich warten muss. Das ist natürlich nicht sehr nett. Ach, ich räume die Wäsche weg. Ja, vorhin habe ich es noch gezeigt und genau. Ja, das mache ich und dann gucke ich mal, was Alex unten im Büro treibt, glaube ich. Diese Fusselbürste ist übrigens so praktisch. Also hier ist immer zu sehen, in welche Richtung man da mitfahren muss mit der jeweiligen Seite. Und dann ist da halt diese Box dabei, die innen auch dieses Material hat. Und dann steckt man das einfach da rein. Und ja, okay, mit einer Hand ist es halt schwierig zu demonstrieren. Aber wenn man es jetzt wieder rausholt, dann bleiben sozusagen die Fusseln da innen hängen. Und später kann man hier unten dieses rote Teil abmachen und diesen Behälter einfach leeren. Und dann ist man alle Fusseln los. Da sind wir ein richtiges Werbeopfer geworden. Ich muss aber sagen, dass ich das sehr gerne mag. Ah, stimmt, da könnte ich noch... Wir haben das auch noch in klein.
Das stecke ich vielleicht auch mal noch ein. Weil wir vorher so eine hatten, mit der man zwar in beide Richtungen gehen konnte, nicht nur immer in eine und dann die Seite wechseln musste. Dafür war das aber sehr klein und diese, weiß ich nicht, das hat nicht so gut funktioniert. Und diese Piddel, die das kreiert hat, die hingen dann halt überall, dann musste man die noch abzupfen. Das ist auch noch nicht dramatisch, aber das ist schon sehr komfortabel mit dem Ding. Jetzt kommt der schlimmste Moment des Vlogs. Oh. Meine Frau verlässt mich. Mimi! Super, Leute. Nichts für dich hier. Plüschi, bis morgen. Ich finde, es hat richtig gut funktioniert, dass wir unsere Treppe nicht als Ablage benutzen wollen. Ja. Hm? Hallo. Macht so Spaß, ihn zu ärgern. Gemein. Ich fahre Marie nämlich jetzt zum Bahnhof und dann fahre ich direkt weiter zum Baumarkt, weil ich ein paar Sachen brauche für ein neues Projekt. Hast du alles? Meine Shoppingtour war erfolgreich und ich habe Holz gekauft, Gewindestangen und hier nochmal so Alustangen. Und zwar habe ich vor, eine Apfelpresse zu bauen. Ich bin sehr gespannt, ob das klappt. Ich habe nämlich richtig Lust, mal Apfelsaft selber zu machen. Ich werde eine kleine bauen, also es ist jetzt nicht so, um richtig einen Baum durchzupressen, aber eine kleine Apfelpresse. Ich bin echt gespannt, ob es klappt und fange da nachher mal an. Ich will morgen eigentlich auf jeden Fall, beziehungsweise ich muss eigentlich heute fertig werden, spätestens morgen früh, damit ich es noch schneiden kann morgen. Jetzt wollte ich eigentlich anfangen mit meiner Apfelpresse und habe, glaube ich, jetzt noch eine halbe Stunde Stories aufgenommen, weil ich immer mal wieder Fragen zu meinem Studium der Verpackungstechnik bekomme und Fragen, wie man das irgendwie ökologisch überhaupt verbinden kann, weil man sagt ja so, Verpackungen sind halt scheiße, sind auch kacke und wie man das dann quasi studieren kann. Also falls euch interessiert, schaut bei meiner Story auf Instagram vorbei. Ich werde auch ein Highlight dazu machen, wenn einfach immer mal wieder Fragen kommen. Aber es ist auf jeden Fall ein mega spannendes Thema, die Verpackungstechnik, weil ganz ohne Verpackung funktioniert es halt einfach nicht. Es gibt ganz viele Produkte, die sind total unnötig verpackt. Zum Beispiel Gemüse hat die beste eigene Verpackung. Aber viele Sachen müssen halt einfach verpackt werden, wenn sie geschützt werden müssen. Und da gilt es halt, nachhaltige Lösungen zu entwickeln. Unter anderem halt irgendwie zum Beispiel Kunststoffverpackungen in nachwachsende Verpackungen umzuwandeln. Und das muss man halt konstruktiv irgendwie lösen. Also irgendwie eine Faltung durch Papier. Und dadurch kann man ein Produkt irgendwie stabilisieren und in der Verpackung richtig schützen. Jetzt aber ab in die Werkstatt. Hier gibt es auch noch was zu zeigen. Und zwar dieses Regal hier. Das habe ich auch ganz schnell kurz zusammengeschraubt, weil ich einfach nicht wusste, wohin mit dem ganzen Zeug. Das sind einfach Dachlatten. Die hat der Vorbesitzer hier gelassen. Und diese Bretter hatte ich auch noch übrig. Also es ist alles aus Restholz entstanden. Hat vielleicht 20 Minuten gedauert oder so. Und einfach wirklich nur hier zusammengeschraubt und von hier oben zusammengeschraubt. Aber es hält echt ziemlich gut. Und hier kann ich auf jeden Fall erstmal vorübergehend das ganze Werkzeug lagern. Bevor hier an der Werkstatt sich was tut, ich habe hier einiges vor, damit man hier auch richtig coole Videos filmen kann. Auch richtig gut zu zweit. Das soll alles wunderschön aussehen. Ich glaube, das habe ich schon mal erwähnt. Das ist übrigens der Ofen, der hier unten reinkommt wieder. Der ist noch ein bisschen dreckig und muss noch geputzt werden. Aber das würde ich jetzt nicht machen. Und da ich bis jetzt noch keine große Werkbank habe, benutze ich hier draußen diesen Tisch. Ist eh schön, dadurch, dass es noch nicht so kalt ist und auch nicht regnet, wirklich einfach hier draußen. Den Tisch hat auch der Vorbesitzer da gelassen. Das ist richtig cool. Das ist kein Holz, sondern das ist, glaube ich, weiß nicht, was es ist, ob das Kunststoff ist. Auf jeden Fall ist es halt so witterungsbeständig. Also es kann einfach draußen stehen bleiben und es bleibt für Jahre so, wohingegen halt einfach Holz dann irgendwann kaputt ist. Also ist echt ziemlich cool und da freue ich mich jetzt drauf, hier ein bisschen zu werkeln. Jetzt habe ich gerade hier angefangen zu basteln und was passiert? Es fängt an zu regnen. Verdammt, hier, das arme Holz. Aber ich weiß nicht, ob da viel kommt. So ist eigentlich schon den ganzen Tag. Aber es ist halt doch etwas blöd. Bin umgezogen in die Werkstatt und habe hier eine Weile gedreht. So sieht es mittlerweile aus. Ich habe ein paar Probleme und habe deshalb jetzt aufgehört. Aber ich hoffe, die legen sich morgen und es kommt Zeit, kommt Rat oder wie heißt es? Das hoffe ich jetzt einfach. Vielleicht kommt mir eine zündende Idee heute Nacht oder sowas. Jetzt komme ich auf jeden Fall nicht mehr weiter. Ich glaube, das muss jetzt einfach warten bis morgen. Hier ringsrum kommen nämlich dann so Latten und dann wird das zusammengedrückt. Und mein Problem ist hier unten gerade noch der Auslass, wie ich das alles mache. Ja, aber sonst wird das, glaube ich, eine richtig coole und stylische Apfelpresse. Ich glaube, an dieser Stelle verabschiede ich mich auch bei euch, denn ich werde jetzt noch die Daten sichern und dann werde ich zum Mo gehen. Vielleicht gehen wir noch eine Runde laufen und dann kochen wir uns was und essen gemütlich. Den habe ich nämlich auch schon lange nicht mehr gesehen.
Und deshalb macht's gut. Ich wünsche euch einen schönen Tag, Mittag, Abend, Nacht. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Adios, amigos. Tschüss.